Nicke. Komm. Mein Herzblatt. Okay. Na du, hast du was gefunden unterwegs? Du Kichernudel. Ich gehe jetzt dahin, wo Chaos ist. Und dann suchen wir dir ein Outfit, okay? Und ich habe keine Socken. Also die, aber die sind so kurz für Winter. Ein Kunstwerk wurde erbaut aus Pfannen. Hast du deinen eigenen Apfel? Sehr gut. Moritz. Stellen wir daneben. Ah, fertig. Wir bereit fürs Frühstück? Mama auch. Bist du müde schon? Ja. Noch nicht so weit. Warum singen wir denn Abendlieder? Es macht kein Geräusch, Schatzi. Das macht ein Geräusch. Ich kann meine Augenringe nicht verdecken. Sad life. Aber ich kann so tun, als hätte ich Sonne im Gesicht. Mit ein bisschen Bronzer. Ganz leicht die Haare. Und dann gehe ich mir die Nägel machen. Yay. Ich muss sagen, ich muss mal eine Runde raus. Also ich habe wirklich die letzten Monate, und ich liebe das, nicht viel außerhalb und ohne mein Kind gemacht. Und auch nicht ohne Justus. Und es ist eine wunderschöne Zeit gewesen. Aber es gibt ja trotzdem Momente, die ein bisschen anstrengender sind und kräftezehrend sind. Und jetzt vor allen Dingen, nachdem Marisa krank war, wir alle krank waren, bin ich tatsächlich währenddessen an meine Grenzen gekommen. Ich war, obwohl sie krank war, nicht ganz so geduldig und habe öfter an Justus abgegeben, vor allen Dingen abends.
Und habe dann gemerkt, okay, mein Glas ist leer. Es ist nicht halb voll, auf keinen Fall. Es ist auch nicht halb leer, es ist komplett leer. Und das werde ich jetzt auffüllen. Und ich glaube, es reicht gerade nicht, hier zu Hause eine Badewanne zu nehmen mit einer tollen Badekugel oder mich mal schick zu machen. Ich glaube, ich muss mal raus und zu wissen, ich bin gerade nicht auf Abruf. Also natürlich, wenn was ist, ganz Extremes, dann bin ich auf Abruf und man kann mich erreichen. Aber ich bin mal kurz weg und nicht sofort erreichbar und mach mal nur was für mich und fülle meinen Wasserbecher wieder auf, mein Glas. Und das muss irgendwie was Größeres sein. Also habe ich beschlossen, mir heute die Nägel machen zu lassen. Und ich sollte jetzt eigentlich los. Ja. Und ich werde die Woche ins Gym gehen. Ich bin immer nicht mehr ins Gym gegangen, weil es einfach zeitspannender ist, wenn ich zu Hause schnell mein Krafttraining durchziehe oder eine Yoga-Session mache. Aber es ist ja auch was, wenn ich mal das Haus verlasse. Ein bisschen andere Menschen sehe. Andere Geräte. Und ja, jetzt vermisse ich auch langsam das Krafttraining. Also das Krafttraining im Gym, werde ich das machen. Die Woche. Aber ich bin noch nicht 100% fit, manchmal merke ich es. Also werde ich so Ende der Woche mal ins Gym spazieren. Also Leute, Muddis, falls es euch auch so geht. Ich weiß, dass man sich schlecht fühlen kann. Ich fühle mich schlecht mit dem Gedanken, jetzt Zeit für mich komplett alleine zu bringen. Es klingt irgendwie ein bisschen egoistisch. Aber alle sagen mir, man ist dann auch wieder eine geduldigere Mama, eine bessere Mama. Und wenn ich was sein möchte, dann das. Ich glaube, dass ich das auch ganz gut hinkriege, aber jetzt merke ich, dass es bröckelt. Also, okay, das war mein Mama-Talk. Ansonsten geht's jetzt mal gleich los. Ach, ich habe noch Geld gefunden, Leute. Davon lasse ich mir jetzt Fingernägel machen. Danke, Mama und Papa. Ich bin auf dem Weg und ich habe gerade gesehen, heute ist Internationaler Frauentag. Das passt ja. Was für ein toller Tag, um sich selbst ein Geschenk zu machen. Okay, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ah ja, ich fühle mich so leer. Ich habe, also ohne Gepäck, ich habe kein Kind, ich habe keinen Rucksack. Ich habe irgendwie das Gefühl, was vergessen zu haben. Ja. So, ich genieße noch ein bisschen die Sonne. Und dann bin ich auch gleich da. Schon kurz vor Mittagszeit. Ich werde jetzt Justus und mir einen Salat holen und dann werden Marie-Sara und ich und Justus essen.
sie doch, wenn ich hinsetze und er fängt an, nicht wahr? Brauchst du mich? Mama, ich wollte doch nicht wissen. Wollen wir nochmal runter an den Tisch gehen? Ja, an den. Guck mal, was ist denn? Ach, wo ist denn die Toni-Box? Die ist zurzeit dein Liebling, ha? Du siehst ja aus mit deinem Kratzer. Mama, beeil dich mal mit dem Essen, sonst verschlägst du den Zoo. Das können wir nicht zupassen. Denn da sind Löwen, Marisa. Wie macht der Löwe? Wo ist denn der Papa? Der Papa ist in einer anderen Welt gerade. Ist der schon im Zoo? Ebenso. Ja? Schön, dass meine Haarbürste hier alle befreut. Befreut. Befreuung. Eine Befreuung. So. Gucken, wie der Tofu schmeckt, den ich hier drin habe. Was denkst du, also wann komme ich an? Kannst du warten? Ja. So. Was ist meine Fingernägel, Schatzi? Fragst du? Ja? Kannst du das bitte einmal filmen, sodass das alle sehen? Warte, von da ist das Licht. Ach. Weißt du? Sieht man alle. Wenn du sie mal stillhalten würdest, leg nochmal dahin. Ich glaube, man hält die irgendwie anders. Ich weiß nicht. Ich nehme dich mal raus. Mama ist so excited. Ja. Ich glaube, sie hat schon gesehen. Das ist immer ihr Geräusch, oder? Freut sich auf jeden Fall. Siehst du die? Ja. Dein erster Affe. Oh mein Gott. Sie freut sich so. Oh, da freue ich mich auch. Sind die Knospen. Oh nein, es ist schon etwas kaputt. Wie blöd. Boah. Guck mal.
wunderschön aus, wenn man hier so draufklickt. Dann seht ihr das? Leuchten hier auch so LEDs. Das ist sehr schön gemacht. Und es scheint dir zu gefallen. Ganz schön laut, aber. Schwanensee ist das. Ich glaube, das Outfit ist hinüber danach, aber nicht so schlimm. Kann man auch mit Flecken anziehen. Yummy. Lass dir schmecken. Soll ich wieder nehmen? Das ist unser Essen. Die habe ich nebenbei schon gesnackt. Ein Seitanwürstchen, ein Erbsen-Weizen-Fischstäbchen, Süßkartoffel, Missratener Linsen und darunter sind die Aros. Ein Fischstäbchen. Wie bitte? Ich muss erst mal raus. Meine schönen lackierten Fingernägel. Cool. Also die Qualität ist jetzt nicht so geil. Das ist halt echt, wie nennt man das? So Spanplatten? Sperrholz. Aber ich glaube, es erfüllt seinen Zweck. Es ist schnell, alles ordentlich und organisiert. So sieht das jetzt aus. Ich finde, im Ganzen sieht das irgendwie viel cooler aus. Aber ich krieg das, glaube ich, nicht so drauf. Ja, der Ring könnte ein bisschen runter. Hier war vorher ein größeres Regal, was jetzt im Wohnzimmer steht. Thank you.
So, ihr Lieben, es ist, glaube ich, kurz vor 10, halb 11. Und es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Für mich auf jeden Fall. Oh, es war ein wunderschöner Tag. Wirklich sehr, sehr schön. Seht ihr das? Ja. Aber ich bin müde. Wie jeden Abend. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst ja, ich freue mich immer über Feedback. Gerne in die Kommentare. Und wenn euch die Art und Weise des Vloggens gefallen hat, gebt mir das auch mal Bescheid. So, na dann.